tragen alle diese Warnwesten. Entschuldigung, sind Sie von GA? Nein. So, warum müssen wir denn jetzt hier stoppen? Kannst du mir das mal sagen? Ich muss mir kurz noch eine andere Hose anziehen. Mich nicht richtig fertig gemacht. Zahlt sich das aus. Du brauchst es ja nicht übertreiben. Ja, da guck doch. Ja, da wird schon geguckt, wa? Simon, komm, mach. Ja, kleine Stippvisite. Und hier vorne geht's kaum zu. So, habe ich hier auch meine Taschen. Ich hasse das nämlich immer mit Jeanshosen, wenn man hier alles Mögliche drin hat. Ich meine, ich habe immer 1000 Sachen dabei. Immer so eine dicken, ausgebeulten Taschen. Finde ich das viel angenehmer mit einer Cargo-Shorts. Einfach alles drin, was man braucht, dass die Sache hier ritzt. So, wir sind jetzt auf dem Weg zur FIBO. Wir können es kaum glauben, dass heute Fachbesuchertag sein soll, weil hier sind so viele Leute unterwegs, so viele Fachbesucher kann es doch gar nicht geben. Aber das wird auf jeden Fall heute ein ordentlicher Höllenritt, weil das wird richtig voll. Ich meine, Freitag haben sie eigentlich gesagt, wird es nicht ganz so extrem. Und am Samstag ist dann die große Show. Aber so wie das hier aussieht, wir haben es jetzt kurz vor 10. Hier ist es schon brechend voll. Wir sind kaum durch Köln durchgekommen. Also es wurde dann immer näher. Umso näher wir zu FIBO kamen, umso voller wurde das Ganze. Deswegen sind wir froh, wenn wir jetzt einfach nur ankommen. Gefrühstückt haben wir übrigens noch nicht. Deswegen werden wir uns jetzt gleich erstmal noch die Möglichkeit suchen, hier irgendwas zu essen. Und dann gucken wir mal, dass wir die Messe stürmen. Wir sind jetzt 5 Minuten von der FIBO entfernt, haben noch schnell was gefrühstückt. Wir waren notgedrungen bei Subway gewesen, haben uns da einen Kaffee und ein Foodlong Sandwich gegönnt. Wir waren gerade im Dorint Hotel, die wollten uns noch für 15 Minuten Frühstück 25 Euro pro Person abnehmen. Da haben wir uns gedacht, ich glaube, das ganze Geld können wir uns sparen. Wir können auch ganz einfach selbst noch ein paar Meter weiterlaufen und uns dann ein gutes Frühstück besorgen. Ja, wir sind jetzt in den nächsten Minuten, denke ich, auf der FIBO. Wir sind schon super gespannt. Wir wissen gar nicht, welchen Eingang wir nehmen müssen, wie lang die Schlange ist. Hier sind überall schon richtig viele Leute unterwegs und man merkt auf jeden Fall, dass in Köln Messezeit ist und wir freuen uns auf jeden Fall riesig. So, wir sind jetzt auf der FIBO. Ihr seht schon, wir haben es geschafft. Wir sind auf der Messe, aber ein Phänomen gibt es gleich am Anfang zu beobachten. Wir sind auf einer Fitnessmesse. Ihr dürft nicht vergessen, wir sind hier nicht in einem Restaurant oder irgendwas. Wir sind auf einer Fitnessmesse. Hier ist die Treppe. Da ist die Rolltreppe. Da ist die Rolltreppe. Wo sind die Leute? Denkt immer daran, wir sind hier auf einer Fitnessmesse. So, ihr seht schon mal, hier ist jede Menge los, obwohl heute nur Fachbesuchertag ist. Also die ganze Messe ist voll mit Leuten. Hier ist auf jeden Fall richtig was los. Ich bin schon mal gespannt, was morgen hier abgeht. Wir werden jetzt schon mal bei den ersten Ständen rangehen. Wir haben gerade Quest Bars bekommen. Ich zeige euch das mal kurz. Ja. Quest Bars in der Geschmacksrichtung Cookies and Cream. Wir werden mal gucken, dass wir die so schnell wie möglich rankriegen, weil ich genau weiß, ihr wollt die auch alle haben. Ich habe mir sagen lassen, das Ganze wird hier noch viel voller. Ihr seht schon mal die ganzen Stände, wer alles da ist. Wir wissen gar nicht, wie das hier weitergeht, wo die zweite Halle ist. Also hier ist schon mal richtig viel los. Wird auf jeden Fall noch ein richtig geiler Tag. Na? Alles klar? So, hier geht es schon mal gut los. Ihr merkt schon, die Leute haben richtig gute Laune hier. Alle voll entspannt unterwegs. Also richtig geile Stimmung. Alle haben hier Bock auf Fitness. Alle haben hier eine richtig geile Laune. Als wenn es schon richtig Sommer ist da draußen in Köln. Waren heute 10 Grad gewesen. Guck mal an, wie ich rumlaufe. Kurze Hose, T-Shirt, 10 Grad. Geile Sache. Auf jeden Fall, die ganze Stadt ist geil auf diese Messe. Wir kommen jetzt in die zweite Halle. Ich sag euch eine Sache, nur eine Sache zum Verständnis. Wir sind hier nicht auf der Venus. Und für ihn ist noch kein BH erfunden. Ihr würdet auf falsche Gedanken kommen.
jetzt schon mal am Schnorren, bin ich richtig gut. Schon so einiges abgegriffen hier. Gibt's alles umsonst. Hier ist alles umsonst. Ja? Also guckt mal nur darauf an, wie ihr bettelt. Es gibt so verschiedene Arten von Bettlern. Entweder du machst so dieses Roma-Kind, das kleine dunkelhaarige Roma-Kind, was sich für mich ein bisschen schlecht machen lässt, weil ich so helle Haare habe. Und deswegen mache ich immer eher so den dreisten Bettler. Also, das Phänomen noch einmal. Es gibt in der Mitte eine riesige Treppe und wir sind hier alles Sportler. Potenziell sind wir hier alles Sportler. Und wo laufen die Leute lang? Wo stellen die Leute sich hin? Das nenne ich doch mal 21. Jahrhundert Bequemlichkeit. Ja, hier, den kennt man schon, wa? Das ist Karl. Der immer so rumschreit in den Videos. Karl ist auf jeden Fall hier schon dick dabei. Wir suchen jetzt noch den GA-Stand. Der sollte hier auch irgendwo da hinten sein. Komm mal mit. Im Gespräch, er ist jetzt gerade am Quatschen. Da hinten seht ihr die Gymnastics. Wie geht's dir? Was hier los ist. Langsam wird es hier voll und eng, sehr eng. Viel nacktes Fleisch gibt es hier. Simon hat ja schon gesagt, ich glaube, wir sind hier echt ein bisschen auf der Venus. Guck dich mal um. Und was sagt deine Laune? Noch ist sie gut, aber ich krieg langsam Hunger und ich habe Durst und ihr wisst ja, wie es so ist. Zeig mal, was wir alles abgestaubt haben. Alles. Ziemlich interessante Sachen. Mal gucken. Wir haben hier ein neues veganes Eiweiß. Das werden wir natürlich erstmal für euch testen, bevor wir euch das anbieten. Aber auch so einige andere interessante Sachen. Trockenfleisch wird sich kosten, Simon auch nicht, aber wir lassen es verkosten und werden euch dann berichten, ob es möglich ist, das im Shop aufzunehmen. Aber hier ist auch ein sehr interessanter Riegel, den ich mir, glaube ich, gleich erstmal reinpfeifen werde. Mal gucken, der ist in der engeren Auswahl. Vielleicht kommt der mit in den Shop. Ich weiß es noch nicht genau. So, hinter mir wird ordentlich verkauft. Ihr seht schon mal, die Oyer-Riegel, die sind hier anscheinend einer der Bestseller. Das ist einer der leckersten Riegel. Dann gibt es auch noch andere Sorten. Und ich kann persönlich nur empfehlen, probiert die einfach mal aus. Aber vergesst nicht, so ein Riegel hat auch Kalorien, auch wenn die wesentlich kalorienreduzierter sind und noch besser sind als Snickers. Probiert die einfach mal aus, aber vergesst nicht, dass die trotzdem einen gewissen Brennwert auch mitbringen. So, schon mal sehr gut besucht, ne? Halleluja, oh ja. So, jetzt gehen wir erstmal was essen. Ja. Was gibt's zu essen? Aber nicht hier drin. Wir kaufen uns nicht 0,2 Liter für 2,10 Euro Wasser. Wasser ist nur Wasser, ist kein reines Gold zum Trinken. Deswegen raus aus Safibo, preisbewusst denken, ab zum Lidl. So,
So, wir haben uns jetzt eine kleine Pause gegönnt. Das ist nämlich sehr anstrengend da auf der FIBO. Es ist viel los. Es sind schon super viele Leute, obwohl ja eigentlich heute nur die Fachbesucher da sein sollten. Es ist richtig viel los. Und deswegen gönnen wir uns jetzt hier erstmal einen schönen Ayran zur Erfrischung und spannen so ein bisschen ab. Wir gucken jetzt hier gerade in Köln, was man noch so Leckeres essen kann. Ich muss ja sagen, ich bin das erste Mal hier in Köln und bin total fasziniert von der Freundlichkeit der Menschen. Ich meine, ich als Berliner bin natürlich sozusagen der Vater der Freundlichkeit. Ja, das ist jetzt ironisch gemeint, weil offen gestanden, ich hätte nicht gedacht, dass die Kölner so freundliche Menschen sind, ob im Straßenverkehr, als auch eben in den Restaurants und so. Wir haben jetzt hier super viele tolle, nette, freundliche Leute kennengelernt, super hilfsbereit und muss echt sagen, ich bin absolut fasziniert von dieser wunderschönen, tollen Stadt. Ab ins Vapiano, wir gehen jetzt was essen. Also wir laufen hier so ungefähr zwischen 10 und 50 Meter und dann werden wir angesprochen, dann kurz die Hand gegeben, dann nimmt man sich kurz den Arm und vor allen Dingen ist es echt komisch, die meisten, die kennen mich und gehen so offen auf mich zu, als wenn wir uns schon irgendwie 100 Mal im Leben gesehen haben. Hey Simon, hey Muskelmacher, und die meisten sagen Muskelmacher, aber das ist ja auch mittlerweile mein Name geworden. Ihr seht schon, das hat sich hier ordentlich das Feld geleert. Hier nochmal, den jungen Gang kennt man natürlich auch von Fact Plus, I'm Not Like You. Also wir haben hier gerade noch ein richtig cooles Gespräch gehabt, so ein bisschen was in Erfahrung gebracht und ich denke mal, in nächster Zeit könnte da noch was kommen. Man weiß von nichts.